Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Der Skyline ist am Start, genauso wie ein kleines Commentary meinerseits. Und man hat mal gefragt, ob ich das machen könnte. Da habe ich mir gedacht, okay, kannst du mal machen, auch wenn ich nicht gerade ein guter Spieler bin. Ist mir aber jetzt auch egal. Ich bin aber nicht alleine. Nein, ich habe mir was gedacht. Normales Commentary kann jeder. Das ist mit zum Mainstream. Ich bin da Hipster drauf. Und habe ein paar Studiogäste, die sich mal vielleicht gerade selber vorstellen können. Hallo, mein Name ist Jimmy. Abati. Abati. Genau, ich bin der Pins. Vielleicht hat man uns irgendwo schon mal... Wir sind zwei Sprechgesangsartisten aus Stralsund. Genau, vielleicht hat man irgendwas schon mal... Vielleicht, genau. Ich glaube, Skyline hat uns ja auch schon mal ein Video, glaube ich, gemacht. Ein bisschen supported. Genau. Ja, jetzt sind wir hier. Genau. Ja, kann ich euch was zu trinken anbieten? Witzig. Nein, wir machen das gerade ein bisschen anders. Ja, ich habe ein paar Fragen vorbereitet. Vielleicht noch als Vorabinformation raus. Wenn ihr auch noch irgendwie Fragen an diese Person habt, vielleicht kann man dann später noch ein weiteres Interview machen, je nachdem, wie die lustig sind und ich lustig bin und ihr das halt toll findet. Ansonsten würde ich einfach sagen, wir fangen mit den Fragen mal direkt an, während im Hintergrund das Video läuft. Genau, legen wir mal los, ja. Let's go. Yo. Zum Anfang erstmal ein paar Fragen, um die Person an euch erstmal kennenzulernen. Und zwar die einzige Frage, die ich mir jetzt stelle, warum ausgerechnet Rap? Puh, jo. Also bei mir war das so, ich hatte damals einen Kumpel aus Rostock, das ist, kennt man vielleicht. Entschuldigung, kurz den Namen vielleicht nennen, damit die wissen, wer jetzt da ist. Ach so, ja, ich bin ja Pins gerade. Mhm. ich hatte damals einen Kumpel aus Rostock, den kennt man vielleicht, was heißt, den kennt man nicht, aber Rostock kennt man ja bestimmt vom Hören, schätze ich mal, aus MV, wenn man eine Stadt kennt, dann vielleicht Rostock. Und der hat auch Hip-Hop gemacht und der ist mit 16 Jahren an einem Gehirntumor verstorben. Und da hatte ich aber noch nicht gerappt und dann habe ich mir so gedacht, machst du das so gesehen für ihn weiter. Also da war ich gerade 14 Jahre alt und das war so im Prinzip der Anstoß. Vorher habe ich halt auch schon ein bisschen Rap gehört durch meinen Bruder. Das war damals ja so Agro-Berlin-Zeit und Bushido, Elektro-Ghetto, was damals halt an Rap gab. Mehr war ja nicht richtig so im Fernsehen, MTV Viva. Und so kam ich eigentlich dazu im Großen und Ganzen. Ja, also ich, Jimmy, ich kam eigentlich mehr so dazu. Wir hatten mal in der Schule beim Religionsunterricht, hatten wir mal eine Aufgabe bekommen. Und zwar, wir sollen etwas über unsere Freunde schreiben oder was dichten über unsere Freunde, halt sowas. Schnick, schnack. Und da mein Bruder ja sehr guten Kontakt hat zu Pins, also die haben ja früher oder immer noch, machen die ja sehr viel Musik oder haben Musik gemacht, da kam ich halt dazu und hab meinen Bruder gefragt, ey, ich würde gerne für diese Hausaufgabe auch mal gerne ins Studio kommen. Mein Bruder hat erst ein bisschen gezögert, weil er sich gedacht hat, naja. Wenn der eigene Bruder... Ja, der eigene Bruder, weil... will er es auch nur für, also er wollte es eigentlich mehr so, dass es sein Ding wird, aber er hat mir die Chance gegeben und hat mich mal machen lassen, haben wir dann zusammen ein Beat rausgesucht und dann haben wir zusammen einen Text geschrieben und dann kam ich hierher und dann habe ich meinen Track aufgenommen, eigentlich ganz chillig und dann hat sich das ganz cool angehört und ich habe mir gedacht, ey, rappen ist richtig geil, komm, das muss man noch mal machen. Dann habe ich Pins vier Monate später angesprochen in der Schule, wir gingen ja mal auf eine Schule, und gesagt, ey, ich möchte noch mal rappen, ich finde rappen cool. Und er hat gesagt, ja, gerne. Und bei Pins war das immer so, er hat gesagt, ja, gerne, du darfst immer hier bei mir aufnehmen, ich habe nichts dagegen, bloß mein Bruder war halt immer so dagegen, er hat gesagt, naja, rappen ist eigentlich, wie gesagt, mein Ding. Und naja, aber dann hat er mich wieder machen lassen, dann war der Track eigentlich richtig geil und dann hat er gesagt, ja gut, ein, zwei Mal darfst du noch aufnehmen und dann habe ich mich halt immer gesteigert und hat mein Bruder gesagt, gut, das klingt ja doch ganz gut, kann ich nichts gegen machen. Ja. Auf jeden Fall, ja. Okay, jetzt habt ihr natürlich eine Frage von mir weggenommen, ihr seid echt gemein. Oh. eine Frage, die ich mir ab und zu mal so, also was ich mir immer stelle, und zwar... Kann man mit dieser Angelegenheit auch Frauen rumkriegen? Also jetzt im Endeffekt, wenn ich jetzt in der Disco bin ich jetzt und gehe zu einer Frau und sage, ey, ich bin Rapper, Volksmusik-Rapper. Kriegt man damit irgendwie eine Frau rum oder sagt ihr, das hat überhaupt keinen Sinn? Also ich persönlich habe ja, also ich hatte nie die Motivation, ich habe das da nicht angefangen, um das rumzukriegen. Es ist vielleicht ein,
ein schöner Nebeneffekt. Man kriegt jetzt aber auch nicht direkt Vibe rum. Also es ist eher so, dass wenn du Titel machst, wie wir jetzt zum Beispiel auf unserem neuen Album haben wir weißt auch einen Titel. Weißt du noch Part 2, ja. Weißt du noch Part 2. Das sind halt so Lieder, mit denen sich die Mädchen hauptsächlich ja auch ja, und identifizieren können. Und das ist, glaube ich, so der springende Punkt. Das ist nicht eher so zum Rumkriegen, also von uns aus jedenfalls nicht, von mir aus persönlich jedenfalls nicht. Es ist halt eher so ein Ding, also es ist, ja, ich kann es eigentlich gar nicht so richtig erklären. Also man hat schon, wenn man in so einer kleinen Stadt, sag ich mal, wie in Stralsund, ist das natürlich dann schon bekannt. Und da hat man natürlich dann gewisse Kontakte auch, aber alles eher oberflächlich. Also ich habe da jetzt noch niemals ein Mädchen gehabt, was mich wegen Musik angeschrieben hat, wo ich dann jetzt tiefer drauf eingehe. Weil du weißt ja schon als Typ, wenn du jetzt ich wärst, dann weißt du ja, wenn ich einer deswegen anschreibt, ein Mädchen, dann weißt du ja, wo es herkommt, so, weißt du? Dann weißt du ja, dass es nicht ist vielleicht wegen deiner Person, sondern ja, vielleicht einfach nur wegen dem Künstler. Ja, weil du irgendwie Mucke machst und so, und da weiß man ja auch nie. Es ist natürlich, das ist halt auch der Nachteil so ein bisschen daran, ne? Und ja, okay. Bei mir, Jimmy, ist es auch nicht so. Ich mache einfach nur Mucke, um Spaß zu haben. Und wenn jetzt mal so ein Track kommt, wie Weißt du noch, Part 2, und dann, wenn die Mädchen dann mal einen ansprechen, denke ich mir einfach so, ja, cool. Das ist einfach so mein Effekt, ja. Okay. Ja, weil ihr es gerade drauf angesprochen habt und mir wieder eine Frage wegnehmen wollte, das finde ich echt gemein von euch. Wollt nur eine gute Überleitung machen. Und zwar, wo ihr angesprochen habt, man kennt euch da so ein bisschen. Also es ist auch so, dass man sagt, wenn so ein Event ist, hier könnt ihr mal vorbeikommen, da mal ein bisschen Stimmung machen, oder hier, unsere Band wollte da und da mal machen, könnt ihr mal hier Vorband spielen oder sowas. Habt ihr auch schon mal sowas da gehört bekommen oder gemacht machen können? Ja, also ich persönlich, ich mache das ja ein bisschen länger als Jimmy schon. Ich mache das jetzt 7 Jahre. Und ich habe schon einige Auftritte gehabt, auch eigene Konzerte. Nicht irgendwie, also als Vorband direkt gar nicht so. Wir waren ein paar Mal Lückenfüller, ne? Aber auch nicht direkt Vorband. Das war halt so mitten im Programm, sag ich mal. Und dann halt auch eigene Konzerte. Und jetzt Samstag, morgen haben wir ja, also morgen ist der 24.8. Ich weiß ja nicht, wann du es hochlädst. Und an diesem Tag haben wir ein komplettes Konzert mit Radio und so auch auf dem Bundeswehrgelände hier bei uns. Hier ist eine große, riesengroße Kaserne. Eine Technikschule. Genau, eine der größten in Norddeutschland. Und da sind wir im Prinzip, das machen wir das ganze Abendprogramm. Wir spielen ein komplettes Konzert, über 20 Titel. Und ja, machen da ein bisschen Action. Fetzig. Genau. Okay, cool. Ja, das haben wir abgehakt. Super, freue mich. Die Musik an sich, die ihr macht, macht ihr es einfach aus, ach, jetzt habe ich mal Bock darauf, oder macht ihr so, dass ihr sagt, okay, mit denen können wir uns identifizieren, oder wir wissen, damit können sich unsere Zuschauer identifizieren? Also was nimmt ihr euch da als Vorbild? Ja, also wir machen eigentlich nur Musik auf das, was wir jetzt gerade Bock haben eigentlich. So, bei Genesis war das ja auch so, wir haben vieles gemacht, nur, oh, wir haben jetzt Bock auf dies, wir haben mal Bock auf das, wir, genau, also eigentlich nur was, auf was wir Lust haben. Wir haben jetzt nicht so einen Drang, ja, die mögen mehr so die, wir machen das jetzt diese Position, genau. Sie mögen mehr diese Position von Musik, und dann, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Darauf gehen wir gar nicht ein. Was einen so ein bisschen, vielleicht nachher auch abhebt, wobei man sich davon aber auch nicht freisprechen kann, ist, sagen ja wahrscheinlich viele Künstler, im Endeffekt macht es jeder, um irgendwie zu gefallen. Ja. Aber wir machen jetzt eigentlich nicht das, wie jetzt, sag ich mal, die Gesamtsituation hier aussieht, weil wir wissen, okay, dem geht's so, das sind schon mal zwei. Dann hast du noch ein paar andere, denen das bestimmt auch so geht, dann machst du mal einen Track darüber, dann hast du da gleich ein paar tausend Klicks. Das ist eigentlich nicht die Motivation. Wir machen wirklich eher aus eigenen Erfahrungen, sag ich mal. Wenn sich das natürlich deckt mit den Erfahrungen anderer Leute, ist natürlich Bombe, dann hat's funktioniert auch, ne? Aber wir machen das jetzt nicht mit einem speziellen Gedanken dahinter. Also wenn's halt klappt, klappt's, wenn nicht, dann halt nicht. Dann hören die halt einen anderen Titel. Ja, bei uns ist so, Mucke muss halt Spaß machen. Also bei mir ist es auf jeden Fall so. Für mich muss Musik Spaß machen, ich mache das auch zum Spaß. Und darauf mache ich immer das, auf was ich jetzt gerade Bock habe. Also ist bei uns beiden eigentlich so. Ja, es ist jetzt nicht, um irgendwie Fans jetzt besonders abzugreifen oder so. Also es ist halt so ein gutes Nebenprodukt, kann man sagen. Okay, weil kommt nämlich da als Beispiel, ein Moment jetzt von dir, Pins. Weil das ja halt auch wirklich in eine andere Richtung geht, wenn ihr auch dieses Problem habt, ja, okay, dann ist es halt mal so oder sowas, deswegen habe ich mir so gedacht, okay, das wäre jetzt irgendwie auf darauf spezialisiert. Nee, das wurde mir aber schon öfter nicht vorgeworfen, aber ich habe ja in der Vergangenheit vor allem viel diepe Sachen gemacht, so traurige Sachen, ne, und da wurde mir immer so gesagt, ja, das machst du doch auch nur wegen den Mädchen oder so. Aber so ist es halt nicht. Also ich kann wirklich, also ich
kann wirklich eigentlich zu fast jedem Titel sagen, dass ich auch aus dem Titel nie anders geschrieben hätte. Also ich würde das auch heute noch genauso sagen, genau, wie ich es gesagt habe. Finde ich auch. Und da stehe ich vollkommen dazu und ich kann auch sagen, dass ich das nicht aus der Luft gegriffen habe. Also so ist das auf jeden Fall. Okay. Man sagt dazu ja in der Hip-Hop-Szene, man ist real. Also ich würde mich als realen Rapper auf jeden Fall bezeichnen. Doch. Okay, apropos Hip-Hop-Szene, es ist ja Überlauf hier. Ja, klar, ja, ist super. Was ist eurer Meinung, also bewegt sich der Rap in der Art und Weise, wie es jetzt ist, bewegt es sich in die richtige Richtung, jetzt deutschlandweit gesehen oder halt deutschsprachiger Rap gesehen, bewegt es in die richtige Richtung oder sagt ihr euch, nee, wir machen jetzt, weil etwas mal geändert werden muss in dieser Szene? Nee, also ich glaube, in dieser Szene wurde alles schon mal gemacht mittlerweile. Ja. Jetzt kam natürlich Crow, ist jetzt nicht mein Fall. Radio ist mehr Radio, Radiomusik. Ganz ehrlich sagen, es ist eher Popmusik mittlerweile. Ja, bin ich aber auch der Meinung, ja. Ist jetzt nicht so mein Ding. Ich hate ihn jetzt aber auch nicht großartig. Also ich, ja, ich sitze jetzt nicht da und mache hier einen auf anonymen Hater auf YouTube oder so. Also er macht das, was er macht so. Und ich glaube, wenn ich in derselben Situation gewesen wäre, weiß ich nicht, wie ich heute Musik machen würde. Weißt du, so, wenn dir da einer ein paar hunderttausend Euro oder sowas hinstreckt. Ich meine, er war dann bei Chimp Waiter, glaube ich. Oder war er? Er ist bei Chimp Waiter. Er ist auch noch bei Chimp Waiter. Und wenn du dann natürlich auch hörst, okay, du musst das jetzt so und so machen, dann kommen ja auch immer mehr Leute, die sagen, mach das mal so, das ist jetzt cooler, mach das mal so, darauf fahren die Leute ab. Wenn man sich dann halt, ja, wenn man drauf eingeht, dann macht man es halt und da kann sich, glaube ich, keiner hundertprozentig von freisprechen. Und allgemein in der Hip-Hop-Szene weiß ich nicht, ich höre ja eher so Raff die Richtung, Raff, ja. Shakusa, Kollega höre ich aber auch gerne. Also Kollega finde ich technisch einer oder der beste Rapper Deutschlands auf jeden Fall. In der Hinsicht, das was ich so an meine Ohren lasse, finde ich das eine gute Entwicklung. Wie gesagt, da gibt es halt noch so ein paar andere dann wie Crow oder so, was ich jetzt nicht so feiern werde, glaube ich. Das ist einfach nicht mein Ding, aber ich glaube, das ist auch bei jedem anders. Er hat ja anscheinend genug Fans und dann sollen die das halt auch machen und wir machen jetzt auf jeden Fall nicht Musik, um jetzt, okay, jetzt machen wir ein neues Zeitalter hier, eine neue deutsche Welle in den Hip-Hop-Bereich. Ja. Das war eigentlich auch nie Thema so. Nee, nö. Aber ist mal eine schöne Frage, ich habe gar nicht drüber nachgedacht, ja. Jetzt mal vielleicht mal an Jimmy auch mal gerichtet. Kennst du noch irgendwie, hast du auch schon mal Kontakt mit anderen Rappern, YouTube-Szene gehabt? Jetzt zum Beispiel hat sich einer in letzter Zeit stark hervorgehoben, und zwar der Rapper Richter, durch den Julians Block-Rap. Ich weiß nicht, ob ihr euch geläufig habt. Julians Block. Ja, Julians Block-Welle ist geläufig, Ja, aber Julians dieser Typ hat halt gegen diesen Battle halt gerichtet. Mhm. Und der ist halt, durch dieses Lied hat er wesentlich mehr Klicks gemacht oder sowas. Bekommt man das von anderen YouTubern auch so mit, dass sich da was verbessert in der Art und Weise in der YouTube-Rapper-Szene? Oder denkt man sich da eher, es ist vielleicht jetzt eher eine Notsituation, bis mal was Besseres kommt? Ja, also das war ja der Track von Richter, Julias Block oder so, wenn ich mich... Genau, ich richtig. Hab, ja, den hatte ich mir auch angehört. Ja, ganz... Deine Frage nochmal bitte genauer. Ich habe das echt nicht so genau verstanden. Ob das jetzt irgendwie einen Unterschied macht, ob das jetzt YouTube-Rapper sind, so irgendwie habe ich das jetzt. Also nur um Fame oder wie abzukriegen? Sag ich jetzt mal in der Art, ich versuche es mal anders zu formulieren. Ja, alles klar. Entschuldigung. Ja. Nein, um Gottes Willen. würdest du jetzt sagen, okay, ich mache jetzt YouTube-Rap immer, weil das genau diese Variante ist, die ich mag? Oder wenn jemand sagen würde, hier kommt YouTube, das ist eine aussterbende Rasse. Geh doch lieber jetzt im Fernsehen damit. Was würdest du eher, in welche Richtung würdest du eher tendieren? Würdest du sagen, YouTube-Rap ist besser geeignet oder lässt sich schön mit anfangen? Oder ja? Also, so gesehen, eigentlich ist es bei mir immer ein bisschen relativ egal. Ich mache einfach so oft Musik, auf das ich Bock habe. Und da ich ja eigentlich vom Internet her stelle ich halt ja meine Tracks auf YouTube und dann bin ich halt in dieser Plattform, Vertretin in Anführungsstrichen und hau da halt meine Tracks raus. Also weiß ich nicht. Also eigentlich ist es mir eigentlich auch egal, wenn jetzt jemand ja sagt, ja, der will mehr, er will mehr Aufmerksamkeit oder so ein Quatsch haben. Also nö, eigentlich. Ich glaube auch, wenn ich noch was zu sagen, ich glaube auch, dass YouTube jetzt sowieso das Medium, das Medium geworden ist. Das ist auch das Zukunfts... YouTube ist...
YouTube ist nochmal ja. da, wo man ist halt von Musik, also wo man ein bisschen, also ich bin so ein Internetkind, sage ich immer. Ja, es ist früher, und ich meine, ich weiß noch, ich habe früher MTV Viva. Ja. So, das kannst du ja heute gar nicht mehr, also nee, ja. Musik auf MTV, ich weiß es nicht. Aber das heißt ja jetzt beides zusammen, Viva und MTV sind jetzt so gesehen ja. ein Sender, glaube ich. Deswegen, ich glaube, YouTube ist auch einfach zukunftsweisender, da hast du einfach ja. noch, da hast du im Prinzip schon die besten Karten. Also ich habe gesagt, ich bin ja ein Internetkind. Ich schaue Fernsehen eigentlich relativ wenig. Ich bin eigentlich sehr viel im Internet und gucke mir immer so an, was jetzt Neues passiert und so. Also ich bin auch immer auf dem besten Stand so gesehen. Also ich weiß mir Bescheid, sage ich jetzt mal. Ja, damit überraschst du mich. Ne? Ja. Hat man auch so Kontakt mit anderen YouTube-Rappern? Oder ja, ja. Also ich hatte ich bin über den Begriff gerade so. YouTube-Rapper, gibt es da richtig so Leute, die das so, ja? Achso, was meinst du jetzt mit YouTube-Rapper? Sagt man das so? Die YouTube... Ich sag jetzt einfach mal YouTube-Rapper. Achso, ich dachte, das wäre jetzt. Achso, ich hab gedacht, du meinst auch von YouTube, also von Rappern aus YouTube, also andere Rapper aus, sag ich jetzt mal, anderen Städten, die in YouTube auch vertreten sind, sag ich das mal. Das meine ich, also das meint, die genau, jetzt in YouTube rappen halt. Die hat halt nur. Achso, ja, haben wir doch eigentlich, aus Thüringen, ja, Puzzle. Ja, klar, wir haben mehrere, also. Also ich hab, den ich mal, mit dem ich in Kontakt gekommen bin, war eigentlich einer aus Thüringen, Puzzle. Ein sehr, sehr cooler Künstler, also. Er macht eigentlich nur so eine deepen Tracks. Wir hatten nochmal was zusammen gemacht, One Man hieß das. Und ja, war eigentlich ein ganz cooles Ding. War mal ein bisschen was anderes, als was er sonst macht. Ja, ja, ja. Aber ich finde ihn total cool eigentlich. Er ist auch total gechillt und gelb, ja. Ja, da gehen auch Anfragen hin und her. Ich hatte damals auch einen Kollegen aus Dresden. Ja, der ist auch übertrieben cool. Übertrieben, finde ich. Ja, und es ist eigentlich, also man kennt sich. Wir haben, wenn du so willst, haben wir Kontakt auf jeden Fall zu welchen aus NRW, Thüringen, dann da... Ja, Hamburg. Hamburg, Bayern. Bayern. Also... Rügen auch. Deutschlandweit in einigen Stellen, Osnabrück auch noch, also in einigen Städten und Bundesländern haben also, wir da schon ein bisschen Connections. Okay. Gut, dann ist natürlich, jetzt sitzen vielleicht ein paar andere vor dem Rechner und denken sich die ganze Zeit, jetzt frag doch mal das Wesentliche. Was muss man jetzt für Musik, es muss ja nicht unbedingt Rap sein, aber was muss man für Musik mitbringen? Muss man jetzt, kann man jetzt einfach sagen, ach, ich trelle mir jetzt da was zurecht, hol mir ein Schneideprogramm oder ein Musikprogramm, wo ich einfach ein paar Bässe draufknalle oder so, oder sollte man schon dafür Gefühl haben? Also, was man mitbringen muss, ist auf jeden Fall Lust und Laune, finde ich so. Ich komme immer hier mit sehr viel Laune, und also Lust und Laune, und man muss auch Geduld haben, so. Also man kann jetzt nicht sagen, oh, ich will jetzt diese Richtung von Musik machen und auf Krampf dann. Ja, auf Krampf. Man muss einfach Geduld haben und mit Gefühl rangehen. Also man muss immer mit. Wie eine Blume. Genau, man muss einfach mal mit Gefühl da rangehen und nicht so auf Zwang, oh, ich will das jetzt können, ich will diese Musik machen. Genau, unbedingt, weil dann macht es ja auch keinen Spaß mehr, meiner Meinung. Gesagt, das ist auch langweilig denn. Eine Blume wächst auch nicht schneller, wenn du die mit 2 Liter Wasser am Tag überschüttest. Genau. Um das mal so schön. Als Vergleich. Es ist immer ich werde jetzt mal hier eine Blume einblenden. Also es ist eigentlich wirklich genau so. Wenn du jetzt Hip-Hop machen möchtest, speziell halt auch facettenreicher, jetzt nicht nur hier Gangster-Rap, wie das heißt, oder Battle-Rap wird ja auch oder Smooth ist, ein bisschen genannt, Smooth. Da musst du, denke ich mal, schon Gefühl mitbringen und sich einfach da irgendein Programm zu downloaden und dann loszulegen. Das ist eigentlich sinnlos. Es ist bei den meisten natürlich bezahlt ein Programm downloaden, meine Damen und Herren. Naja, von Download, wir kaufen, natürlich. Genau, wir müssen auch kaufen, aber es gibt auch Free Outer City, weiß ich nicht. Ja. Das ja, aber die legalen Sachen, ne? Also genau, Reaper ist auch noch zum Beispiel, wer jetzt das vielleicht doch wirklich in Erwägung zieht, Reaper ist, glaube ich, auch kostenlos, wenn man das mal googelt. Cool Edit gibt's auch noch. Und naja, wenn du dann nachher halt ein bisschen was hast, wir hatten dann nachher halt Cubase, Nuendo, jetzt haben wir Logic. Da muss man da schon ein bisschen was investieren. Aber Logic kostet auch 500 Euro aufwärts, die Version, die wir jetzt haben. Also das sind halt Sachen, wo sich das halt ausgleichen muss, ne? Was hast du als Kapital und lohnt sich das? Und das sind ja erst Sachen, die man überlegen sollte, wenn man auch wirklich ein Bein in der Tür hat. Zwischen der Tür, nicht in der Tür. Ja doch, ein Bein in der Tür, doch. Nicht zwischen der Tür, also Bein, man sagt doch Bein in der Tür, ne? Fuß in der Tür, ein Fuß in der Tür hat, so meine ich das. Ein Knöchel in der Tür. Oder ein Zeh, naja, ein Zeh reicht nicht. Oh, ein Kopf, durchgekullert hat. Genau, so. Irgendwie durch da. Jetzt habe ich vergessen,